Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part Paper Mario. Wir sind hier in Toad Town und wollen uns heute mal wieder reinbewegen in Shy Guys Spielkiste, in der wir irgendwie immer noch sind und bla. Und ja, wollten uns hier mal ein bisschen weiter umgucken, was es denn hier noch so Tolles zu finden gibt. Wir wollten nochmal wieder zurück zum pinken Bahnhof, würde ich sagen. Ja. Also gehen wir da erstmal hin. Zack. Zack, da erstmal die Richtung bestimmen und hallo, hallo. Wohin möchtest du fahren? Zum pinken Bahnhof möchte ich natürlich. Dann würde ich sagen, wir fahren los, alles einsteigen. Los geht's, ne? Yay, wieder mit dem Spielzeug. Zug ist klar, Leute, warum nicht? Ich frage mich, wer das andauernd aufdreht. Keine Ahnung. Nächste Haltestelle, pinker Bahnhof, pinker Bahnhof. Ja. Yeah. So, würde ja vorschlagen, dass wir uns hier nochmal eine Runde umgucken. Ankunft, pinker Bahnhof. Willkommen am pinken Bahnhof. Ja. So, ich. Hier geht's nämlich noch weiter, habe ich gesehen, ja. Und deswegen wollte ich hier erstmal in die Richtung gehen. In der Hoffnung, dass hier irgendwas Tolles ist. Ich sehe da auf der anderen Seite auf jeden Fall schon mal Scheiße. Du Sau, du! Was sollte der Scheiß denn, du komischer Camouflage? Spy Guy. Ich find's ja genial. So, dann noch eine Ohrfeige für den, du kleine Sau, du. Was sollte der Scheiß denn, hä? Schäm dich was, ja? Gut, das war's für den, okay. Und dann noch einmal den hier. Autsch. Du Sau, du. Du spinnst denn da? Gibt's jetzt erst mal auf Maul, ey. Bums. Dann noch einmal von der lieben Bu eins aufs Maul. Ja. Okay. Na. Das war's für die. Sehr schön. Und bald gibt es einen neuen Orden, also einen neuen Level. Und dann will ich Ordenpunkte holen, Mann. So, wo kommen wir da denn jetzt hin? Ich will auf die andere Seite da von den Schienen. Wer bist du denn? Hallo, du fettes Kind. Alle nennen mich Gourmet Guy. Ich weiß nicht wieso. Ich bin ein gewöhnlicher Shy Guy mit einer Vorliebe für gutes Essen. Ich bin hungrig. Soll der den Kuchen bekommen? Ach mein Gott, scheiß was drauf. Los, komm, du kriegst den Kuchen. Oh. 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 Köstlich. Das ist sagenhaft gut. Wieso geht denn der jetzt auf einmal so ab? Narb! Und was ist das? Kochbuch. Gourmet Guy hatte dieses Buch. Zeige es einem Meisterkoch. Ja, das zeigen wir der guten Dings dann mal später. Ich gehe jetzt erstmal auf die andere Seite. Da sind ja noch ein paar kleine Shy Guys. Die erledigen wir dann. Und dann hatten wir hier noch so eine komischen Kisten und bla. Und die holen wir uns jetzt alle. Hallo? Bams. Gott, der eine, der brennt der eine. Das ist unglaublich, ist das. Das ist. Nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja unglaublich. Schäm dich was, wieso brennst du? Finde ich nicht toll. Jetzt muss ich Angst haben, hallo? Wieso brennst du? Autsch. Ich habe nichts zu heilen, ich leuchte. Also ich sehe jetzt jedenfalls nichts. Nimm mal den Voltblitz. Nur mal so, just for fun, zum Ausprobieren. Mario sprüht vor Energie. Er kann einen Gegner elektrisieren. Ja, genau. So, ein Gegner weniger. Auf jeden Fall. Tja, das kommt davon. So,
Ich will den Hammer erstmal benutzen. Ups. Okay. Und Ohrfeige. Ich hoffe mal, die fackelt da jetzt nicht an oder sowas. Ich meine, das ist ein Geist. Hallo, das ist ein Geist. Nein, das ist mein Ende. Scheiße. Aha, Miep. Ich musste es unbedingt ausprobieren. Das war so klar. Das war so dumm. Hey, Moment mal. Ich bin jetzt mal fies und mache den hier. Hey, hey. Da sind wir wieder. Hey, hey. Am Anfang dieses Parts. Yay. Geil, wa? Da wir ja so gefailt sind, würde ich vorschlagen, wir werden jetzt einfach mal vom... vom Toadhaus. Einmal zum Toadhaus, einmal aufheilen und sowas alles halt, ne? Blark. Kriegen wir hin. So. Das ist dann ja hier jetzt irgendwo. Hey. Wie gesagt, einmal heilen. Ups, lass mich mal hoch hier. Einmal rein. Los, lass mich durch. Lass mich durch, du Sau, du. Hallo Mario, bla bla. Ausruhen, ja, genau. Sehr schön. Einmal aufheilen, das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber dann, mein Gott. Hast du gut geschlafen? Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. Ja. Okay. Da wir aber sonst nicht großartig Items haben, würde ich vorschlagen, gehen wir einmal kurz einkaufen. Ich hab noch so viel Zeug und so halt. So, einmal kurz verkaufen erst vielleicht. Willkommen im Pilzladen. Verkaufen. Was habe ich denn alles? Ich habe... die kann ich erstmal verkaufen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, diese andere Sachen, da kann man alles noch mit angreifen und... keine Ahnung, die Feuerblume kann ich ja mal verkaufen auf jeden Fall. Jetzt erstmal nicht. Will ich mir mal ein paar Pilze kaufen. Jo. Und noch einen. Ja, das sollte reichen. Ich gehe jetzt erstmal zurück und ja, dann gehen wir da mal wieder in das, in die Spielkiste rein, würde ich vorschlagen, oder? Ja. So, hey. Oh Gott, und ich mag den Soundtrack irgendwie. Also ich mag ihn irgendwie immer mehr. Keine Ahnung, der gefällt mir. Yay. Und was hat dieses Ding zu bedeuten? Wo ist hier eine Geheimtür? Wo könnte eine sein? Hm. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, lass mich mal... blark. Halt und so. So, okay. Dann geht's jetzt da wieder rein. Way. Und rein hier. Und dann wieder zum pinken Bahnhof. Yay. Okay. Jupp, los geht's. Beweg dich, los. Wir fahren los. Alles einsteigen. Ja, yeah, also sieht's aus. Okay. Los geht's zum pinken Bahnhof. Nächste Haltestelle, pinker Bahnhof. Da hat irgendwas geleckt bei mir, keine Ahnung. Doof. Naja, okay. So, Ankunft, pinker Bahnhof, willkommen am pinken Bahnhof. Ja, genau, okay. Ich will immer noch wissen, wofür dieses komische... wo so eine Falltür ist oder whatever. Zu blöden... brennenden Scheigeisten. Blöd. Blöde Scheigeisten, blöd. Ja, so sieht's aus. Du Sau, du. Sag mal, spielst du? Ey, da gibt's jetzt voll aufs Maul, ja? Gibt's hier nicht. So, angreifen und so, bla, das ist echt unglaublich. Das kannst du nicht zulassen hier, ey. So. Ersten erledigt. Zweite sollte ja kein Problem sein. Ha. Das ging daneben, würde ich sagen. So, nochmal ein Sprung. Okay.
Und dann nochmal von der lieben Boo. Hau rein, Mann! Bam! Sehr, sehr schön. Die alle erledigt. Wuhu! 70 Sternpunkte. Wow, coole Sache. Herzchen. Wuhu! Wieder alles voll. Und dann jetzt nochmal zum Gourmet-Guy. Würde ich sagen. Ja. Wo bist denn du? Du bist hier jetzt gleich irgendwo in dieser Ecke. Hallo. Alle nennen mich Gourmet-Guy. Ich weiß nicht wieso. Ich bin ein gewöhnlicher Scheigei mit einer Vorliebe für gutes Essen. Ich bin hungrig. Nom 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 nom. Oh. Bumm. Oh. Köstlich. Das ist wieder dieser Bildfehler. Das ist sagenhaft gut. Wie der abgeht. Ich meine, ich sehe es zum zweiten Mal, aber trotzdem. Darm. Ja, gut, da haben wir dieses Kochbuch. Das bringen wir mal der Omel T demnächst. Ich gucke jetzt hier erstmal noch weiter. Einmal hier in die Richtung und so. Vielleicht ist da ja was. Nö, anscheinend nicht. Okay. Schade drum. Dann geht's jetzt gegen diesen einen Shy Guy, wo auch immer er sein mag. Hallo. Oh, 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 oh. Hallo. Ja. Guten Morgen. Du Sau, du. Bums. Schäm dich was. So, eine Ohrfeige. So. Okay. Einen erledigt. Und der nächste. Was sollte der Müll? Mario wurde übel, er kann sich nicht bewegen. Sind das 4 Schaden, hallo? Was soll das? Das ist nicht cool. Voll nicht cool. Und so. Okay, wir stehen wenigstens wieder, das ist gut. So, okay. Sehr schön. Und jetzt noch diesen brennenden Shy Guy. Ich finde dich total unsympathisch, ja? Deswegen geh mal einfach weg und so. So. Bams. Mach du mich mal unsichtbar. Haha. Das bringt dann alles nämlich gar nichts. Wuhu. So, und dann nochmal mit dem Hammer reinhauen. Wuhu. Bam. 5 Schaden. Einen einzigen Hammerschlag. Ich finde das echt heftig irgendwie. Gerade so am Überlegen. Wobei. Ja doch, das kommt hin. Links habe ich ja 6 Schaden mit dem Sprung. Wenn er richtig läuft. Okay. Hier sind dann bestimmt noch irgendwo irgendwelche Gegner. Ein weiterer komischer Tanz-Shy-Guy-Dingsbums da. Okay. Einmal. Bam! Okay. Dann noch einen blauen und diesen fliegenden. Nicht cool. Wie ist der eigentlich? Wahrscheinlich Fly-Guy oder sowas. Das wäre jetzt irgendwie total fantasievoll und so. Autsch. Du Sau, du. Schäm dich. So. Einmal den erledigt. Und dann noch den fliegenden. Wird denn erst Fly Guy oder so? Ne, Sky Guy. Okay, das wäre jetzt die andere Idee gewesen. Sky Guy. Fly Guy wäre auch noch was gewesen, aber okay. Oh, da gibt's jetzt aufs Maul. Auch wenn du Sky Guy heißt und nicht Fly Guy, gibt jetzt voll auf die Fresse. Schäm dich was, ey. Okay, 10 BP, 10 KP noch. Wobei, da gibt's ein Herz. Und außerdem, wer weiß, vielleicht haben wir hier ja noch irgendwas Tolles. Abgesehen von Geld. Natürlich. Nein, nein, bleib weg. Jetzt erstmal einen Pilz nomsen. Hoffen mal, das reicht. Für den blöden Shy Guy, Mann.
Verdammt. Oh Gott, 3 Stück. Das ist nicht dein Ernst. Idee. Haust du rein? Du hilfst mir jetzt mit einem Sternsturm. Diese brennenden Scheigeister sind kacke. Schied ihn recht, Mann. Okay. 88 Sternpunkte, wuhu. Und eine Feuerblume. Toll. Die brauche ich jetzt total. Okay, jetzt haben wir hier diesen Hebel. So. Was passiert da jetzt? Ah, okay. Sehr cool. Okay, dann können wir jetzt ja wieder zurück zum pinken Bahnhof und von dort aus, ich glaube, zum grünen oder was fahren. Ja, cool, wa? Hey. Los geht's. Erstmal hier rüber. Zum Bahnhof. Dann. Lauf, 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 lauf. Ey, wir sind hier halb am blauen Bahnhof. Hallo, was soll der Müll? Finde ich unglaublich. Dieser fette Gourmet-Guy, der sitzt einfach dazwischen. Ist ja klasse, ne? Ah, Genie. Total. Gut, okay. Ach ja. Ist ja noch was. Hey. Okay. Ups, ja, das kann ich einmal machen. So, okay, dann kann ich ja jetzt zum grünen Bahnhof, wie gesagt. Bams. Okay, wohin möchtest du fahren? Zum grünen Bahnhof. Wir fahren los. Alles einsteigen. Huhuhuhu. Sehe ich hier wieder irgendwas? Oder ist das... Nee, da ist nichts. Also ich sehe zumindest nichts. Nächste Haltestelle, grüner Bahnhof. Passagiere, die zum einarmigen Banditen wollen, sollten hier aussteigen oder whatever. Okay. Ankunft, grüner Bahnhof. Willkommen am grünen Bahnhof. Okay, das sieht so aus, als käme ich wieder nicht weiter bis zum nächsten Bahnhof. Speichern, denke ich, muss ich jetzt gerade nicht. Hier auf die Geschenke komme ich nicht drauf, also brauche ich da gar nicht versuchen, irgendwo hinzufliegen. So, ich hätte einen Weg auf jeden Fall hier nach rechts. Okay, dann wollen wir den, wollen wir herausfinden, was da ist. Allerdings erst im nächsten Part bei Paper Mario. Bis dahin, tschüss.